Akt 1. Ja, hier, da waren wir schon. Ein bisschen was ist raus. Nummer 3. Abschnitt 3. Neue Freunde und alte Feinde. 59. Erwachen. Die Lieferung mit meinen Infusionen ist endlich angekommen. Ich habe jetzt Feenkristalle und Eiskiefernzapfen auf Vorrat. Zusammen mit Fables Phoenix-Schnies sind das drei Infusionen. Ich packe sie aus, wenn ich Zeit habe. Sie könnten sehr nützlich sein. Oha, ein Achievement. Wie habe ich die nochmal gesprochen? Na dann. Das tut denn. Eins für mich und eins für die Bodenstange hier. Ich freue mich auch, dich zu sehen, denn sie wollte bitte sagen. Willkommen zurück, Fable. Noch alles dran, wie ich sehe? Danke. Ja, es ist noch alles dran. Kommt mir jetzt nicht so komisch vor. Ich freue mich einfach, es hier wiederzusehen. Und in Begleitung einer Freundin noch dazu. Wir sind keine Freunde. Sind wir nicht? Also habt ihr keine Gruppe gebildet? Nein. Oh. Und warum dann der Dank? Sie nervt mich zwar, aber dank ihrer Hilfe konnte ich einen 10 Jahre alten Familienfrieden endlich beilegen. Also ist ein bisschen was von deiner Plörre das Mindeste, was ich tun kann, um mich zu revanchieren. Eine Familienfehde? Moment mal, warte mal, Plörre? Also, so schlecht ist das hier doch wohl auch nicht, was ich hier anbiete. Fehde ist vielleicht etwas hart. Es war mehr eine Art Missverständnis. Nein, es war eine Fehde. Ich glaube, Fehde setzt eine gewisse Animosität voraus. Ich war drauf und dran, ihn umzubringen. Ich dachte, das war ein Witz. War es nicht. Aber am Ende ist niemand gestorben? Nein, das hat das Elfchen hier verhindert. Ich heiße Fable. Wie auch immer. Hat das zufällig etwas mit deiner Quest zu tun? Das hat es. Ich habe sie darin gehindert, den Werwolf zu töten. Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Ich war drauf und dran, den Werwolf umzubringen. Sie hat mich daran gehindert. Was kapierst du daran nicht? Eine Menge? Ich glaube, sie ist verwirrt, weil die Quest eigentlich war, die Dorfbewohner vor dem Werwolf zu retten. Und jetzt klingt es, als hätte ich den Werwolf vor dir gerettet. Was schon irgendwie stimmt. Ich erinnere mich auch, dass du die Quest nicht annehmen wolltest, Lynn. Wollte ich auch nicht. Ich war zufällig in der Nähe. Sie und der Werwolf haben beide Schafe gestohlen. Habe ich nicht.
Hast du wohl. Die Bezahlung für Abenteuer ist in den letzten Jahren ziemlich gesunken. Und darum stehst du androlite Schafe? Und tu mir nicht um deinen eigenen Kram. Und wie genau hat das alles dazu geführt, dass ihr die Quest erfolgreich zu Ende geführt habt? Also, wo soll ich anfangen? Ganz am Anfang vielleicht. Okay, ich wurde im steigenden Seelenmut des Träumers geboren. Der Anfang der Quest der Fäbe. Oh, natürlich die Quest. Die Reise war kein Problem. Ich kenne jede Menge Abkürzungen durch den Aschenhain. Und zur Abenddämmerung erreichte ich die Grenze zu Trigarin. Der Aschenhain dünnte und starr aus und man kann die weiten Felder der Weinbäher gesehen, einen Bauernhof nach dem anderen. Ein idyllischer Anblick, naja, jedenfalls bis die Sonne untergeht. Hast du Probleme mit der Dunkelheit? Du meinst mental? Ich meine visuell. Ein wenig? Also, ich kann etwas mehr sehen, als ein Mensch es könnte. Aber Dunkelheit ist immer noch stockdunkel. Und ich bin keine Eule. Haben Elf nicht da gewischen? Oder glaube ich mich? Dem Drachen sei Dank. Du bist schon seltsam genug. Stell dir vor, was du anstellen könntest, wenn du deinen Kopf so weit drehen könntest. Wer sagt, dass ich das nicht kann? War nur ein Scherz. Zum Glück beeinträchtigt Dunkelheit nicht mein Gehör. Nicht die normale Art von Dunkelheit jedenfalls. Wie bitte? Nicht so wichtig. Oh, okay. Ich nahm einen quietschenden Zaun. Ich nahm einen quietschenden Zaun wahr und Schritte, die versuchten, nicht gehört zu werden, aber kläglich scheiterten. Deine Ohren scheitern kläglich daran, klein zu sein. Also schlich ich mich näher heran und sah einen Werwolf für meinen Schatten, da ein kleines unschuldiges Schaf an sich nahm. Ich habe es gestreichelt. Ich dachte, sie würde es fressen. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und trat aus dem Schatten heraus und sagte: Guten Abend, werter Werwolf. Bitte lass das arme Schaf in Frieden. Ich dachte natürlich nicht, dass der Werwolf bei Verstand wäre, aber ich wollte höflich sein. Und vielleicht würde ihn meine Ansprache verwirren und ihn so beruhigen. Hat mich auf jeden Fall ziemlich verwirrt, das will ich sagen. Wer sieht einen Werwolf und grüßt ihn als erstes fröhlich? Jemand mit guten Manieren? Oder einem Dachschaden? Nun, es hat funktioniert, nicht wahr? Und weil ich kein Werwolf bin. Ihr seid euch gar nicht so unähnlich. Aber der Reihe nach. Zu meiner Überraschung antwortete der Werwolf, oder besser gesagt, Nicht-Werwolf mit: Was?
Also hatte meine Verwicklungstaktik Erfolg, aber mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Also wiederholte ich, bitte lass das arme Schaf in Frieden. Und sie fragte, wieso? Und antwortete, Schafe zu stehlen ist nicht gerade nett. Und sie fragte, wer ich sei. Nein, ich habe gefragt, was bist du? Eine Stadtwache? Und ich wollte mich gerade vorstellen, als wir ein markerschütterndes Heulen hörten. Es klang, als hätte jemand ein Loch in die Realität selbst gerissen, aus dem ein fürchterlicher Schrei. Ach, bitte. Es war ein etwas lauteres Bellen. Und es ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hörte schweres Atmen und Fußschritte. Ich wagte kaum, mich umzudrehen. Du hast dich sofort herumgedreht. Und dann sah ich das fratzenhafte, verzerrte Gesicht eines Werwolfs, gelb leuchtende Augen. Er litt an Gelbsucht. Zähne wie Dolch, Klauen wie Rasiermesser. Er sah mich an, als wollte er mich mit Haut und Haar verschlingen. Das wollte er. Aber bevor ich ihn in die Nade anflehen konnte, rannte mit einem Mal etwas an mir vorbei und stürzte sich auf den Werwolf. Und als ich meine Fassung wieder erlangte, sah ich Zirling und den Werwolf, sie mit Zähnen und Klauen am Boden rangen. Und was ist mit dem Schlaf? Mit dem Schaf, das du gepackt hattest? Das hatte ich vorher abgesetzt. Gut. Also bist du Fable zu Hilfe gerannt? Nein. Das war es nicht. Ich habe die Kleiderfetzen des Werwolfs bemerkt. Blau, mit einem unregelmäßigen Karo-Muster. Genau das, was Onkel Dragan tragen würde, der Alte. Hey, warum kann ich nicht sagen? Was zum Jugendschutz, die FSK versteht keinen Spaß. Nochmal. Ach, egal. Also, er war angezogen wie Onkel Dragan. Auch wie Onkel Dragan hat auch gekämpft wie er. Eigentlich hatte ich ja nur einen Witz gemacht, als ich ihn letztes Mal erwähnt habe. Habe den Alten seit Ewigkeit nicht gesehen und Humor macht das Ganze erträglicher. Anders kann ich nicht mehr von ihm sprechen. Und wegen der Fehde? Ja. Er war mein Lieblingsonkel, aber er hat sich verändert. Er wurde rätselbarer, wütender, distanzierter. Er und Onkel Fido haben sich ständig gestritten. Der Mond war ihm wichtiger als seine eigene Familie. Und irgendwann war er weg. Einfach so, ohne ein Wort, hat uns Onkel Fedor zurückgelassen. Fast verrückte vor Sorge. Bis wir einen Brief von ihm gefunden haben, dass wir nicht nach ihm suchen sollten. Und Onkel Fedors erspartes Geld war weg. Da hab ich mir geschworen, ihn umzubringen, wenn ich ihn noch einmal sehe. Er ist seinem Problem schon immer aus dem Weg gegangen. Weglaufen, das konnte er, verdammter Idiot. Und habt ihr euch mit euren Fäusten unterhalten, schätze ich? Das wollte ich, aber Elfin hier hat das verhindert. Und ich bin sicher dafür endlos dankbar.
bitte, wie bist du darauf gekommen, dass das der richtige Schritt war? Also, sie hat gebrüllt. Sie hat ihn angebrüllt. Das meiste habe ich nicht verstanden. Aber sie klang wütend und verletzt. Ich habe gerufen, sie sollte aufhören. Aber sie haben mich nicht beachtet. Habe ich einen Pfeil genau zwischen ihre Köpfe geschossen. Ich gebe zu, meine Hand hat ein wenig gezittert. Und ich habe aus Versehen Herrn Drager ins Ohr gestreift. Es hat funktioniert und ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Und ich habe ihnen gedroht, dass ich sie beide niederschießen würde, wenn sie nicht aufhören und miteinander sprechen würden. Nicht, dass das jemals getan hätte. Wirklich nicht. Aber sie haben mir wohl geglaubt. Jedenfalls haben sie innegehalten und mir zugehört. Du hast ganz schön gruselig ausgesehen, Kumpel. Danke. Ich habe sie angewiesen, sich hinzusetzen und mich dann zwischen sie gesetzt. Wenn einer von ihnen den anderen angehen wollte, dann hätte er oder sie an mir vorbeigemusst. Das klingt enorm gefährlich. War es auch. Hätte es hier einfach platt gemacht, wenn ich gewollt hätte. Wie bitte? Du bist eine verdammte Bodenstange. Glaubst du ernsthaft, du könntest zwei wütende Wölfe aufhalten? Oh. Jedenfalls. Ich habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und mir die Situation erklären lassen. Und so habe ich von Herrn Dragans und Zirlins Missverständnis. Feder. Ihre Feder erfahren. Wie Herr Dragan erzählte, hat er sich mit Lykantropie angesteckt und schämt sich zu sehr, es zu sagen. Aber er konnte die Verwandlung nicht aufhalten und verletzte die ihm am meisten bedeuteten. Was natürlich keine Entschuldigung für sein Verhalten ist. Nein, das ist es nicht. Wenn wir davon gewusst hätten, hätten wir ihm geholfen. Wir hätten ihm einen Schuppen mit werwolfsicheren Wänden gebaut und zu folgen uns darin alleine lassen. Aber er glaubt, ihr würdet ihn verstoßen. Also wollt ihr dem Problem zuvorkommen, indem er ging, alleine damit trank und so weiter. Aber das machte alles nur noch schlimmer. Und dann schämte er sich zu sehr, zurückzukehren und, naja, er ging voll in dieser ganzen Werwolfsache auf, vernachlässigte seine menschliche Seite oder seine vulkanisch-chemische Seite, schätze ich. Er versucht, ein Helmet zu finden, den Mond zu meiden, ein Oot zum Schlafen zu finden. Er stahl Schafe. Dann haben er und Zerlin gemeinsam das mit den Schafen? Nein, ihre Dickköpfigkeit und ihre Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten. Und das mit den Schafen auch, ja. Aber sie mussten darüber reden. Ihr schweigender Hass hat sie beide leiden lassen. Und du hast sie dazu gebracht, das zu tun? Diese Portion hier kann überraschend überzeugend sein. Und wir waren schon tief ins Gespräch verwickelt, bis mir auffiel, dass ich das gar nicht wollte. Vielleicht, weil du es doch wolltest. Vielleicht.
Wie lief es? Gut. Hab seine Entscheidung aber noch nicht angenommen. Ich muss sehen, dass er es ernst meint und wie er sich bei Onkel Fido und den anderen entschuldigt. Aber es tat gut, ihn wiederzusehen. Lieber eine Umarmung als ein Breitschwert in seinem Gedärm. Wunderbar. Natürlich ist da noch diese Werwolfsache. Dieser Schwachkopf war so auf eine Heilung fokussiert, dass er sich kaum unter Kontrolle halten kann. Wir haben ihn dazu gebracht zu erkennen, dass auch eine Heilung seine Taten nicht ungeschehen machen würde. Dass er lernen muss, sein neues Ich zu akzeptieren und damit zu leben, was er jetzt ist. Natürlich ist das nicht leicht. Veränderungen sind gruselig. Das habe ich von dir gelernt. Aber in der Nähe meiner Siedlung leben einige Werwölfe. Eine kleine Gemeinschaft, die die Nähe unserer Bäume schätzt. Wir spielen häufig Charade miteinander und sie haben mir die Phasen der sieben Monde und den geheimen Mondkreiszeichen beigebracht. Das klingt nach einem Haufen. Ist es nicht, du bist ein Sichelmond-Elch und das ist genau, was ein Sichelmond-Elch sagen würde. Wir haben Herrn Dragan zu ihnen gebracht. Sie haben ihn aufgenommen und versprochen, dass sie ihm mit seiner Lykantropie helfen werden. Das klingt doch großartig. Das ist es. Ein glückliches Ende für alle. Ich würde nicht sagen, dass es ein Ende ist. Eher, dass es der Anfang von etwas Neuem ist. Also ist es das Ende eines Abenteuers. Eigentlich der Anfang eines neuen Abenteuers. Genau das. Das gefällt mir. Also wolltet ihr nach eurer heroischen Therapiesitzung gemeinsam etwas trinken gehen? Sie haben uns angeboten, einen Tag bei ihnen zu bleiben. Aber das Zeug, das sie zu trinken hatten, war zu schwach für meinen Geschmack. Und Elfchen wollte unbedingt wieder hierher. Hat die ganze Zeit davon geredet, nie von all denen berichten zu wollen, als würde es hier leben oder sowas. Ich musste doch einen Bericht über meine Quest abgeben. Und ich freue mich, dass du es getan hast. Xia hat außerdem was mit den Werwölfen für dich gebastelt. Sagte was davon, dass es für dich wäre. Oh, wirklich? Ja. Es ist noch nicht fertig, aber ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Versprochen. Das war doch nicht so schwer, oder? Naja. Also, was zu trinken? Was darf sein denn? Überrasch mich. Irgendwas, was zu meiner Kraft passt. Und damit meine ich das übliche. Stärken ist immer gut. Okay. Stärke. Die Stärke drin. Noch ein bisschen von dem und von dem
Intro Punch. An du nicht vergessen zu streichen. Intro Punch. Überraschung. Nicht schlecht. Du kannst das beruflich machen. Ich werde darüber nachdenken. Fabian, was darf es für dich sein? Könntest du mir etwas machen, um ein wenig runterzukommen und mir vielleicht etwas von meiner Schnelligkeit zurückgibt? Ein schneller Schluck, der mir wieder auf die Beine hilft. Ich hatte einen langen Tag, eine lange Nacht, morgen Abfolgeereignissen. Okay, einmal das Übliche für Fable. Immer wie immer. Soll ich sie kriegen? Bisschen Intelligenz und noch ein bisschen Verteidigung. Ein schneller Schluck. Bitte sehr, ein schneller Schluck für die Elfen. Sorry, ist mir fast was rausgerutscht. Für die Elfen, Abenteurerin, Abenteurer, ja, für Fäden. Wow, das ist perfekt. Du siehst müde aus. Vielleicht solltest du ein wenig schlafen. Pass auf, Xier gibt gleich aus den Latschen. Du auch, wie du aussiehst. Schlaf klingt nach einer guten Idee. Zerdin, hast du ein Ort zum Schlafen? Ich kann überall pennen. Ist ein Talent von dir. Ein ziemlich trauriges, ehrlich gesagt. Ich habe noch ein freies Zimmer. Du kannst dich da ja gern hinlegen. Klingt gut. Wie viel? Sieh's als Bezahlung für die Quest an. Na gut. Ciao, Elfchen. Bis bald. Und du, Fable, gehst du zurück nach Hause? Ja, ich war einen ganzen Tag lang weg. Ich sollte zurückgehen und sicherstellen, dass alles immer noch ordentlich wächst. Vielleicht solltest du erstmal ein kurzes Nickerchen einlegen. Ja, das auch. Hat dir deine Quest gefallen? Oh ja, sie war so gruselig und so anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ich wusste nicht, dass ich so gut tun kann, als wäre ich charismatisch. Vielleicht tust du nicht so. Hast du da schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht tatsächlich charismatisch bist? Das hast du gut gemacht, Fable. Danke. Und ich hoffe, das war nicht mein einziges Abenteuer. Ich glaube, das war nur der Anfang von etwas ganz Großes. Das wäre schön. Glaubst du, dass ich eines Tages die Welt retten werde? Das ist natürlich sehr hoch gegriffen. Das ist ein gigantisches Ziel, aber warum nicht?
Ja, du hast recht. Das wäre zu viel für mich. Das habe ich nicht gesagt. Mir wäre es nur lieber, wenn diese Gefahr gar nicht erst aufkäme. Natürlich. Aber wenn sie es tut, dann bist du die erste Person, die ich um Hilfe bitte. Vielleicht solltest du zuerst Kerlin fragen. Aber ich bin auch gern Nummer 2. Und wir werden sehen. Hoffen wir einfach, dass es nicht zu weit kommt. Ich mag diese Welt und du hast recht, wir sollten keine Katastrophen herbeireden. Auch wenn das sicher ein gutes Lied hergeben würde. Oder ein trauriges. Oder beides. Ich gehe jetzt jedenfalls nach Hause. Tu das. Ich werde neue Questen für dich zusammenstellen. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald. Bis bald. Dann geht es in unser Abenteuerie.